So, weiter geht's. In Folge 2 haben wir wieder ein Zettelchen. Entschuldige, konnte nicht schlafen. Das Bein hat wieder Ärger gemacht. Dachte mir, ich könnte genauso gut etwas arbeiten. Ich liebe dich. Okay, also es ist wahrscheinlich das Schlaf... Die haben getrennte Schlafzimmer? Das ist doch ein Einzelbett, oder? Das ist doch ein Einzelbett. Da haben die also getrennte Schlafzimmer? Also die Frau und... Okay, die Frau ist anscheinend Alkoholikerin. Ich kann es nicht öffnen, also zumindest... Ne. Ist verschlossen, okay. Können wir nochmal den Plattenspieler abspielen? Ne, anscheinend nicht, okay. So. Ich schau... Ne, die Tür nehme ich noch nicht. Ich nehme erstmal die Tür, die offen ist. Er hat übrigens schöne Porträts in seinem Atelier oder seinem Häuschen. Alter Schwede. Ich mach mal Licht hier an. Das ist wahrscheinlich unser Büro. Können wir... Gibt's hier... Ah, hier. Ja, natürlich. Erstmal Licht an. Ist immer am besten. Okay. Nee, es geht offen. Okay, ich dachte... Ich glaube, man kann es nicht öffnen oder so, aber anscheinend doch. Ist so. Was haben wir hier? True Story Behind the Pictures of Dorian Gray. Erinnere mich ein bisschen an Gronk, Mr. Gray Gray. What is true all along? Okay. So, warte mal. Hallo? Haben wir da. Okay, da können wir nichts lesen. Was haben wir hier sonst noch? Ja, Spiel sieht ganz lecker aus. Ja, das stimmt. Okay. Da hast du vollkommen recht. Vor allem, ich bin gespannt, was da noch auf uns wartet, weil bisher ist es ja wahrscheinlich alles nur Vorgeplänkel. Vermute ich mal. Alter. Okay, wir sind gerade durch... Ja, ist doch gut. Was ist das denn für ein fieses Bild? Joschka Fischer übrigens. Über ein Licht anmachen? So, was haben wir denn hier? Rotkäppchen und der böse Wolf. Ich könnte normalerweise eine Geschichte dazu erzählen. Rotkäppchen ging allein durch den Wald. Sie traf einen netten kleinen Wauwau. Der Wauwau guckte sie böse an, riss ihr dann anschließend den Kopf ab mit dem Maul. Dann kam ein zweites Rotkäppchen, stand an ihrem Bettchen. Doch der böse Wolf, der im Bettchen lag, hatte ein Rotkäppchen auch auf und sie fragte sich, bist du meine Schwester? Und er fraß sie. Nam, 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 nam. So. So hätte, könnte die Geschichte ausgegangen sein. Ach, guck mal an. Wir haben den Schlüssel gefunden für unser, ich denke mal, Atelier wird es sein. Es tut mir leid. Ich mach's wieder gut. Heute Nacht geht es nur um dich und mich. Lass uns zu etwas Besonderem machen. Du hast es versprochen. Es scheint unsere Frau geschrieben zu haben, vermute ich mal. So, was haben wir hier? Mein lieber Freund, lass mich dir eine Frage stellen. Hast du völlig deinen gottverdammten Verstand verloren? Ich weiß, dass du im Moment eine schwere Zeit durchmachst. Ich verstehe es wirklich, weshalb ich mich dazu bereit erklärt hatte, dich diese Illustrationen malen zu lassen. Auch der guten alten Zeiten wegen. Ich habe dir sogar ganz bewusst eine ganz triviale Aufgabe gegeben, weil ich dachte, Rotkäppchen wäre etwas, das du im Schlaf zeichnen könntest. Womit ich nicht gerechnet hatte, war dieser verrückte Zündstoff für Albträume, den du für eine gute Nachtgeschichte für Kinder eingereicht hast. Er friert die Hölle zu, als dass ich das benutze. Und ich bereue es sehr, dass ich mich dazu bereit erklärt hatte, dich im Voraus zu bezahlen. Bitte komm mal wieder klar. Dein alter Kumpel Liam Brickstone. Okay. Verlagshaus, geflüsterte Geschichte. Das wird wahrscheinlich unsere Geschichte gewesen sein, so Rotkäppchen. Also sind wir wahrscheinlich nicht mehr ganz,
ganz klar im Kopf. Und naja, so schön ist es natürlich nicht gemalt. Also für Kinder ist es... Flexi-Motor-Lesestunde. Ja, ich will mir ja natürlich auch alles hier erkunden und alles erfahren. Wir haben also auf jeden Fall den Schlüssel. Und werden mit diesem Schlüssel noch nicht runtergehen, weil ich möchte mich doch gerne noch mal ein bisschen umsehen hier. Weil ich möchte mich ja ein bisschen... Ein Ball, der selbstständig rollt. Gleich ist mal Patent anmelden. Okay, wir sind also Vater. Wir sind... Gibt's hier einen Lichtschalter? Ja, Flex, ist klar. Du guckst unter der Decke für einen Lichtschalter. Ist natürlich logisch. Oh, eine alte Holzfigur. Ist also so ein Nussknacker oder so. Sehr interessant. Aber wo sind denn... Wo sind denn alle hin, frage ich mich. Da ist Spielzeug drin. Okay. Ach, guck mal, unser Kind ist auch sehr künstlerisch begabt. Mama, Papa und den kleinen Timmy nenne ich ihn jetzt einfach mal. Ja. Okay, da ist nichts drin. Was haben wir hier? Aha, eine Schleife, Züge und so. Okay, scheint ein Mädchen zu sein. Weil ist ja alles rosa. Ah, eine Rassel. Sehr geil. Also wie gesagt, viele Leute, die es vielleicht zu langweilig ist, die für die Leute, die ich, dass ich das vielleicht zu langweilig spiele, wie gesagt, es gibt genug andere Let's Plays oder andere Streams, wo ihr es gucken könnt. Aber ich möchte gerne es mir angucken, alles. La, la. Und willkommen zu Let's Play Live, schon alle neuen Zuschauer, jeden Freitag und Samstag 20 Uhr. Heute Ausnahmestream wegen Layers of Fear. Ein Schaukelpferd. Und überall diese komischen Bilder von ihm. Gut, ich meine, er ist Künstler, ne, aber... Muss es denn sein, im Kinderzimmer so ein gruseliges Bild von so einem Hund, wo so ein Typ man nicht sieht, der da Hand um den Hund wirft? Ich weiß es nicht. Ich enthalte mich da so meiner Stimme. Jetzt kann ich nie mehr Rotkäppchenwein trinken, ja. Ich mach diese Tür mal zu. Huch. Kann man denn... Ah, man kann auch rennen, ne, oder? Ja, man kann rennen, okay. Haben wir hier schon geguckt gehabt? Ist eine Weinflasche... Okay. Ich heitere mich nur selber auf, um mich so ein bisschen davor zu sträuben, was da alles kommt. Okay, die Tür ist auch zu. Gut. Es läuft aber sehr... Hallo Underworld, auch an dich ein herzliches Willkommen. Wie gesagt, es live Let's Play. Es läuft nicht ganz flüssig, muss ich sagen. Man merkt selber, ich weiß nicht, ob euch das auch auffällt. Es hat ganz schöne Framerate-Einbrüche. Muss ich teilweise sagen. Gehen wir erst in den Keller, oder? Ich gehe erstmal in den Keller. Das ist mir jetzt egal. Der Keller wird jetzt wahrscheinlich total aufgeräumt. Gibt's hier Licht? Ich will jetzt doch erst in den Keller gehen. Ob das so eine gute Idee war? Weil vor allen Dingen die Musik ist jetzt... Ah, nee, die Musik ist da. Ah, cool. Das war eine Maus. Wahrscheinlich von Ratatouille. Ist gerade aus dem Topf gesprungen. Alter, was ein Riesenkeller, ey. Das könnte man noch als Etage bezeichnen. Das ist doch gar kein Keller. Das ist... Komm hier, mein Mäuschen. Komm hier, mein Mäuschen. So, da haben wir was zu lesen. Lesen. 3, 4, 5, 3. Schreiben. 4, 2, 3, 4. Okay, das ist Zeugnis. Sport vom Unterricht entschuldigt. Notendurchschnitt 4, 4, 4, 3. Ist es unser eigenes Zeugnis von früher oder ist es von unserer Tochter? Weil ich würde behaupten, dass wir eine Tochter haben, so wie das hier aussieht mit dem Kinderzimmer. Ich weiß es, wie gesagt, selber gar nicht. Ich bin... Das ist mies, ne? Ich mag sowas nicht in Videospielen, so Puppen. Ich mag vor allen Dingen. Ich mag voll.
Vor allem, wie er auch da drüber guckt, ne? Die Puppen sind so angeordnet, dass er drüber guckt. Das ist so fies. Ich mag seit The Evil Within mag ich keine Puppen in Videospielen. Keine Schaufensterpuppen. Das ist so fies. Das ist... Das, vor allem, wenn die auf einmal, du drehst dich um und auf einmal stehen die hinter dir. Alter, ist... Okay, hier kommen wir nicht durch. Also bleibt da eigentlich nur noch der einzige Ausweg. Er humpelt ein bisschen, ne? Also wissen wir also, dass die Prothese wahrscheinlich für unser Knie gewesen ist. War doch Knieprothese, ne? Oder was? Ne, Beinprothese, glaube ich, war es. Also tragen wir diese Prothese, denke ich mal. Oder die Prothese ist ja nicht gekommen. Die war ja zu groß, glaube ich. Jetzt bin ich... Das wird wahrscheinlich unser Atelier sein und... Was? Ich will raus. Ich wollte doch nochmal auf die Uhr gucken. Was? Okay, die Musik ist weg. Wir sind immer noch Batman. Ich mache jetzt noch lustige Witze. Hallo? Okay, da ist Zeichenutensilien drin. Hier sind überall Bilder. Also schon mal das Bild mit dem Baby. Wahrscheinlich das Kackwurst-Baby von PT. Ist das ein Pferd? Was malt der denn für komische Bilder? Der ist doch voll fettig, der. Okay, ist übrigens mein Stuhl, wo ich dann immer drauf sitze und mich nackt malen lasse. Stellt euch das bitte jetzt nicht vor. Ah ja. Jede Menge Pinsel, sogar zerbrochene einige, so wie es aussieht. Ich öffne mal. Okay, das können wir nicht öffnen. Können wir auch nicht öffnen. Nein. Nein. Ich probiere alles aus, wie gesagt, also nicht wundern. Wem es zu lange dauert, der kann abschalten. Und Weinflaschen jede Menge. Oder sind das Farben? Nein, ne? Nein, es sind Weinflaschen. So, was haben wir hier? Bevor ich jetzt mir das Porträt angucke, was da steht, schaue ich mich natürlich erstmal um. Da haben wir ein Zettelchen. Ich habe es so satt, dass wir über diesen Zettel... dass wir uns über diesen Zettel unterhalten sollen. Um Gottes Willen, wir leben im selben Haus. Komm da raus und rede mit mir, bevor du dich schlafen legst. Okay, also haben wir kein gutes Verhältnis mehr zu unserer Frau, so wie das aussieht. Oder zu unserem Freund. Vielleicht sind wir auch schwul, ich weiß es nicht. Man kann ja hier mit allem rechnen. Na. Okay. Ah, ja. Oh, eine Pfeife. Er raucht also auch. Das ist schon mal gut. Da haben wir noch ein Zettelchen. Den, und noch eine Schublade. Warte. Da ist nichts drin. Schublade vielleicht nochmal. Hallo. Okay. Machen wir natürlich ordentlich wieder zu. Den Zettel lesen wir noch eben. Lost Universe verloren. Du verdienst es. Beende es. Was das wohl heißen mag? Es hat einen Grund, warum es verhüllt ist. Habe ich gerade die Trophäe erhalten und ich, was mag denn das sein? Okay, kann man jetzt so eigentlich nichts drauf erkennen, großartig. Ich... Boah, Alter, wie das ruckelt, das ist ja... Alter, sieht man das? Wenn man mal so ein bisschen auf das Bild achtet und ich mich drumherum bewege, wie das ruckelt? Alter, das ist aber mies. Ich hoffe, die bringen da noch einen Patch raus, dass es ein bisschen flüssiger läuft. Get it right this time? Du das Richtige? Mach das... Was? Mach es diesmal richtig. Was soll ich denn richtig machen? Ich weiß gar nicht, was ich falsch gemacht habe. Stand das gerade schon da oben? Meine... Alter, ich krieg Gänsehaut. Meine Ärmchen stehen. Wir machen mal eine kleine Aufnahmepause für YouTube. Bis zur nächsten Folge.